Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, euer Alex. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie an jedem Mittwoch gibt's ein Video zur Produktrecherche. Heute mal gibt es ein Video zur Lieferantensuche. Und zwar möchte ich euch einige Lieferanten vorstellen, bei denen ich Ware bezogen habe und noch beziehe. Und diese sind aus verschiedenen Nischen. Deshalb ist auch sicherlich was für dich mit dabei. Deshalb schau dir das Video bis zum Schluss an. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, Freunde, wie angekündigt soll es heute um Lieferanten gehen und tatsächlich habe ich da schon mal ein Video zu gemacht. Ist zwar uralt, aber guck es dir dennoch an, ich blende es dir hier oben ein. Alle Informationen, die ich hier zur Verfügung stelle, werde ich auch unten in der Beschreibung verlinken. So kannst du dir die ganzen Informationen nochmal anschauen und die Seiten aufrufen, die ich dir hier zeige. Es handelt sich viel auch um Kontakte, mit denen ich schon gearbeitet habe und noch zusammenarbeite. Aus verschiedenen Nischen. Es sind sehr viele deutsche Kontakte, ein paar ausländische habe ich auch mit dabei und aus sehr vielen Nischen, wie gesagt, hier wird auf jeden Fall für jeden was dabei sein. Wenn dich solche Videos interessieren und du möchtest mehr davon sehen, dann gib mir einen Daumen hoch dafür, so wirst du den YouTube-Algorithmus in deine positive Richtung ziehen und wirst mehr von solchen Videos bekommen. Es motiviert mich auch weiter solche Videos zu produzieren, um dir dabei zu helfen, an Lieferanten zu kommen. Abonnier gerne auch diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du auch kein weiteres Video mehr, denn ich hau hier jeden Mittwoch ein Video zur Produktsuche oder Lieferantensuche heraus. Ja, lasst uns nicht lange reden und zwar möchte ich euch einige Lieferanten zeigen und beginnen möchte ich hier mit Trends for Sense. Ist ein Online-Shop, der selbst Ware anbietet, jedoch aber im Großhandel das auch anbietet. Trends for Sense ist eine Groß- und Einzelhandels GmbH und sitzt in Deutschland, hat super viele Waren. Was könnt ihr hier machen? Ihr könnt unter dieser Mail den Kontakt kontaktieren und dann bekommt ihr fast täglich ein Newsletter über verschiedene Angebote und sehr gute Angebote zum Teil. Wir werden uns gleich auch einige anschauen. Somit habt ihr ungefähr einen Überblick, was das für Angebote sind, zwar aus verschiedenen Nischen und ihr könnt generell direkt den Preis vergleichen und schauen, auf welchen Marktplätzen könnt ihr das Ganze vertreiben. Generell alle Seiten, die ich euch hier zeige, ihr werdet hier nicht direkt auf den Shops oder auf den Seiten die Ware beziehen können. Ihr müsst mit den Firmen euch über die Kontaktdaten in Verbindung setzen und bekommt dann so gesagt verschiedene Angebote zugewiesen. So, schauen wir uns mal an, welche Angebote denn hier Trends for Sense ab und zu mal raushaut. So, ich befinde mich hier jetzt in meinem Postfach, wo ich die Newsletter von Trends for Sense empfange. Und ihr seht es hier zum Beispiel, heute habe ich schon einen Newsletter bekommen und zwar von Gartenscheren. Es ist ja bald Gartensaison, deshalb sind das interessante Produkte und wir haben hier direkt die Anzahl, wie viele davon verfügbar sind, die Preise, wie viel man zahlen würde, wenn man alle abkauft und hier haben wir die Lieferzeiten immer stehen, wir haben hier die Abnahme, Mindestabnahme stehen, wie viele Stücke du mindestens abnehmen musst. Es ist nicht immer so, dass es so viele sind, also teilweise hat man hier auch die Möglichkeit weniger zu kaufen, man muss auch eventuell mal sprechen mit dem Händler und einfach sagen, ich kann mal hier probeweise einige kaufen, vor allem wenn man neu ist und bei dem Händler beziehen möchte, dann kommt der Händler dir auch entgegen. So, gucken wir uns mal das andere an. Wir haben hier zum Beispiel eine Trinkflasche aus Alu für 1,29 Euro das Stück und ist auch sehr super Produkt, sehr einfaches Produkt, was man hier verkaufen kann. Dementsprechend auch ein cooles Angebot habe ich auch heute bekommen. Dann am 16. habe ich auch schon Angebote bekommen. Also ihr kriegt hier teilweise, ich muss ehrlich sagen, man wird hier ein bisschen auch zugespammt, aber zumal, wenn man auf Produktsuche ist, dann hat man hier tatsächlich super viele Angebote. Hier haben wir zum Beispiel einen Ventilator mit Wassernebel, sehe ich hier gerade. Hier habt ihr eine EAN-Nummer, das sind also richtig registrierte Produkte. Ihr könnt diese dann auch bei Amazon anbieten und so weiter. Auch hier habt ihr eine gewisse Mindestabnahme, aber auch hier könnte man drüber sprechen, ob man nicht was günstiger bekommt. Ja. Wie gesagt, ich könnte hier die ganze Zeit noch runtergehen und die ganzen Newsletter zeigen, die Angebote, aber am besten, ihr kontaktiert den Kontakt und sagt, schick mir mal bitte deine aktuellen Angebote, die du gerade hast und er wird dir dann, wie gesagt, die aktuellen Angebote zusenden per Newsletter.
So, kommen wir dann zum nächsten Kontakt und zwar wäre das hier großhandel-itss-damm.de. Und zwar ist das ein Großhandel für verschiedene Produktkategorien. Wir gehen mal kurz runter. Auch mit Sitz in Deutschland. Wir sehen hier, der hat hier Unterhaltungselektronik, Haushaltsartikel, Spielwaren, Gesundheit, Fitness, Beauty und Körperpflege. Also die ganze Palette kann man sagen. Wenn wir mal im Impressum schauen, der Kontakt sitzt hier in Sonneberg. Und zwar ist das der Andy Damm als Inhaber, Geschäftsführer, beziehungsweise er ist hier eingetragener Kaufmann. Und ja, auch der verschickt Newsletter und verschiedene Angebote. Ich habe jetzt zwar keine aktuellen, dennoch könnt ihr den hier einmal kontaktieren und euch hier, wie gesagt, ein Bild davon machen, welche Produkte hier gerade im Angebot sind, beziehungsweise was ihr hier an Produkte bekommt, die ihr selbst weiterverkaufen könnt. Kommen wir direkt zum nächsten Kontakt und zwar ist das hier Abaco Invest GmbH. Auch das ist ein Großhändler für verschiedene Sachen. Wir haben hier tatsächlich auch Essensprodukte, also Lebensmittel, beziehungsweise Produkte, auch Reinigungsmittel, Hundefutter und. Süßigkeiten sehe ich hier auch. Sehr viele Sachen. Also wer in dieser Nische unterwegs ist, wird hier sicherlich fündig. Da einfach mal kontaktieren. Ansonsten haben wir auch Non-Food-Produkte. Das wären hier zum Beispiel auch Kosmetik, Schmuck, irgendwelche Sportartikel und natürlich auch Großgeräte, Elektrogeräte. Auch hier haben wir verschiedene Produktkategorien, wo ihr auch den Kontakt kontaktieren könnt und einfach mal anfragen könnt, ob ihr hier tatsächlich Waren beziehen könnt. Ich muss ehrlich sagen, bei dem weiß ich genau nicht genau, welche Mindestabnahmen das Ganze hat. Jedoch muss man dazu sagen, dass dieser Kontakt sehr seriös ist und wir haben hier den Sitz auch in Deutschland und zwar direkt in Berlin. Übrigens dazu gesagt, wenn irgendwelche Kontakte bei euch in der Nähe sind, dann könnt ihr gerne auch vorbeischauen. Also ihr könnt das Ganze erstmal euch ein Bild davon verschaffen, wer ist das überhaupt und so weiter. Vielleicht möchtet ihr persönlichen Kontakt und wie gesagt, hier der sitzt hier in Berlin. Wir haben hier für verschiedene Kategorien die verschiedenen Kontaktdaten. Kontaktiert das einfach, sucht eure Nische aus und dann holt euch Preise ein. Kommen wir zum nächsten Kontakt und zwar wäre das hier Sonderpostenscheune. Auch der hier ist ein deutscher Kontakt, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Sitzt in Deutschland. Auch hier könnt ihr gerne vorbeischauen. Ansonsten habt ihr hier die Möglichkeit, euch zu einem Newsletter anzumelden und dann bekommt ihr halt die Kontakte bzw. die Angebote per Mail über den Newsletter, falls da was verfügbar ist und könnt euch so direkt schon mal anschauen, welche Produkte denn dabei sind. Bei dem nächsten wäre das der Filmservice TTTF Filmservice, so heißt der. Der bietet Batterien an, also alles rund um Batterien. Wir sehen hier zwar auch ein paar Masken dabei, aber die verkauft gerade gefühlt jeder. Und wenn du in dieser Nische unterwegs bist oder sowas Ähnliches verkaufst und Batterien gerne verkaufen möchtest, dann hast du hier die Möglichkeit, definitiv ein ganz großes Kontakt zu bekommen. Der selber verkauft auch bei Amazon, habe ich gesehen. Jedoch bietet er die ganze Produktpalette, also richtig Markenbatterien, Wartebatterien und echt zu guten Preisen, muss man sagen. Mindestabnahmen kann ich nicht sagen. Kommt immer auf das Produkt an, denke ich mal. Aber auch hier einfach mal kontaktieren, Preise einholen und schauen, was ihr damit machen könnt. Ob ihr das wirklich gewinnbringend auch weiter vermitteln könnt. So kommen wir zum nächsten Kontakt und zwar handelt es sich hier um Quick Mobile. Ist ein Online-Shop, der auch Großkunden bedient bzw. als Großhändler tätig ist und verschiedenste Produkte im Elektronikbereich, Handys und so weiter. Also wir haben hier mal im Shop, der verkauft Tablets, Laptops, Telefone, verschiedene Smart Home Geräte und vieles mehr. Hier könnt ihr auch euch für den Newsletter anmelden und einfach mal schauen, welche Angebote er euch zur Verfügung stellt. Er hat hier ganz viele Sachen auch von ja, auch Apple, Samsung, Microsoft, viele, viele Sachen. Und das sind teilweise auch sehr, sehr gute Produkte.
die ihr gewinnbringend auch weiterverkaufen könnt. Also holt ihr euch hier auch gerne mal die Kontaktdaten und könnt diesen Kontakt kontaktieren. Wie gesagt, alles unten in der Beschreibung findet ihr dazu. Und vielleicht wird das auch eine Nische für euch sein. Als Anfänger würde ich hier nicht reingehen, aber wenn ihr schon etwas länger auf dem Markt seid und so ein bisschen vielleicht nach neuen Produktideen schaut, dann ist das vielleicht eine Variante für euch. Ja, so viel zu den Kontakten, die ich euch hier vorgestellt habe. Wie gesagt, alle Kontakte findet ihr auch unten in der Beschreibung. Kontaktiert die. Falls ihr noch Fragen habt, gerne auch einen Kommentar hinterlassen. Ich werde so schnell wie möglich darauf eingehen. Wenn du mehr von solchen Videos sehen möchtest und gerne noch mehr solchen Content sehen möchtest, dann abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du dann auch kein weiteres Video mehr. Ansonsten freue ich mich, wenn du diesem Video einen Daumen hoch gibst und dieses Video für dich hilfreich war. Es motiviert mich, viel, viel mehr davon zu machen und dir das Verkaufen zu erleichtern. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche dir viel Spaß beim Stöbern der Produkte. Und bis zum nächsten Video. Alles Gute, viel Erfolg, ciao.